Heute war ich mit Uta der Kamerafrau im schönen Harz. Und Ah, ja, schön ich mit der möchte euch Orgel, kann ich einfach mal verstehen. ein paar Eindrücke hier zeigen, die ich mit ihr zusammen aufgenommen habe. Natürlich, wie ihr mich kennt, gibt es natürlich wieder viele Hintergrundinformationen. Oh, und so das ein oder andere Geheimnis decken wir auch auf. Ich denke da so an den Königsstuhl, Wasserfall. Da werden wir auch nachher mal hinfahren. Ja, und jetzt fangen wir mal an mit der Ockertalsperre. Die Ockertalsperre ist eine Talsperre in Altonau. Ist das Hamburg oder habe ich es falsch gelesen? Altenau heißt es. Altenau im Harz, im niedersächsischen Landkreis Goslar. Der Stausee wird gespeist von der Oker und der Stausee hat eine Fläche von 2,25 Quadratkilometer. Wasseroberfläche wohlgemerkt. Ein Speichervolumen von 46,85 Millionen Kubikmeter Wasser. Und der Stausee ist mit 260 Meter Länge einer der kleineren Stausees. Hat aber immerhin maximal eine Wassertiefe von bis zu 75 Meter. Wer hätte das gedacht? Die Stauseemasse, also das Wasser, treibt die Turbinen des Wasserkraftwerks Rümkenhalle an. Die wiederum wird von der Talsperraufsicht und Harzwasserwerke Betriebs GmbH verwaltet. Nur mal so als Nebeninformation. Die Vorsperrstaumauer der Ockertalsperre ist eine Gewichtsstaumauer, was auch immer das heißen mag. Ausgestattet ist sie mit 20 Meter Wandhöhe und einer Länge von ca. 100 Metern. Das Bauwerk kann bis zu 520.000 Kubikmeter Wasser stauen und dient vor allem der Wasserqualität für den Hauptstausee. Der Dauerstau von maximal 15 Meter Wasserhöhe an der Vorstaumauer ermöglicht die Entwicklung eines Feuchtgebietes im Kellwassertal. Nur bei sehr hohem Wasser in der Ockertalsperre sind Talsperre und Vorsperre auf gleichem Wasserstandniveau. Wenn man sich die Verfärbung an der Vorstaumauer mal genau anschaut, und das hier ist die Seite, die zur Ockertalsperre zeigt, dann kann man sehen, wie hoch das Wasser theoretisch stehen kann. Hier auch nochmal ein Einblick in das Tal, was zur Ockertalsperre zeigt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn das Wasser so hoch steht wie der Schatten an der Vorstaumauer, was dann mit dem Tal geschieht. Alles, was hier zu sehen ist, ist dann komplett überflutet. Eine Riesenmenge an Wasser, die hier nach der Vorstaumauer dann der Ockertalsperre zur Verfügung stehen würde. Durch Zufall habe ich diesen kleinen Wasserfall gefunden mit dem putzigen Namen Radau-Wasserfall. Und ich will euch den nicht vorenthalten. Direkt an der Bundesstraße 4 befindet sich zwischen Torfhaus und Bad Harzburg der malerische Radau-Wasserfall. Er liegt etwa 2 Kilometer südlich des Ortseingangsschild Bad Harzburg. Über eine steile Felswand stürzt das Wasser des Radau-Wasserfalls rund 22 Meter in die Tiefe. Von der Namensgebung her sollte man denken, es wäre ein tösender, reißender Wasserfall, der alles Ohrenbetäubende niederschmettert, aber das ist gar nicht so. Er ist zwar im Geräuschpegel seiner Größe angemessen, aber Radau verträgt dieser Wasserfall von der Namensgebung her eigentlich nicht. Der Wasserfall trägt seinen Namen aus einem ganz anderen Grund. Denn in der Nähe des kleinen Torfhauses entspringt ein ganz kleiner Gebirgsfluss, oder sollte man Flüsschen sagen? Und dieser kleine Fluss, der heißt Radau und speist somit den Wasserfall Radau-Wasserfall. Also, der Wasserfall trägt seinen Namen von seiner Ursprungsquelle, den Radauflüsschen. Wie viel Krach der Radauwasserfall in Wirklichkeit macht
versuche ich einfach mal jetzt zu demonstrieren, indem ich einfach mal meinen Mund halte und einfach mal die Originaltonaufnahmen der Videokamera einfach ihren Lauf lasse. Auf den letzten Punkt meiner Tagestour bin ich dann zum Königshüter Wasserfall gefahren. Beziehungsweise wird er auch Königsstuhlwasserfall genannt. Naja, der Name, tja, ich dachte, was für ein Wunder, was muss denn das für ein wunderbarer großer Wasserfall sein, der solch einen Namen trägt. Königsstuhlwasserfall, Königshütter Wasserfall, Königsverehrer Wasserfall. Es gibt viele Namen, die dieser Wasserfall trägt. Naja, und wenn man ihn nicht kennt, dann erwartet man dementsprechend auch etwas Besonderes. Königshüter Wasserfall ist ein künstlich angelegter Wasserfall, was wir vorher nicht wussten. Künstlich angelegte Dinge finde ich im Grunde genommen nicht ganz so prickelnd. Wer ihn trotzdem mal besuchen möchte, dann eine kurze Einleitung für die Wegfindung. Der Königshüter Wasserfall liegt im Mittelharz, im Nationalpark Harz Sachsen-Anhalt, zwischen den Ortsteilen Neuhütte Westen und Rothütte Südosten, an der Königshütte. Das wiederum gehört zu dem Ort oder Stadtteil Oberharz am Brocken. Der Wasserfall befindet sich an der Südostflanke des Rabensteines in ca. 500 Metern Höhe. Wer auf der Bundesstraße 27 unterwegs ist, kann den Wasserfall bereits von der Straße aus sehen. Naja, zumindest dann, wenn er Wasser führt, was bei unserem Experiment mehr oder weniger so der Fall war. Der Wasserfall hat uns persönlich sehr enttäuscht, weil die Menge des Wassers, die da runtergefallen ist, ich muss mir das Lachen wirklich verkneifen, die Menge des Wassers, die hier geflossen ist, entspricht keinesfalls eines Wasserfalls, sondern eher eines Rinnsals. Also das war eine Sache, die hat sich für uns nicht gelohnt. Es gibt hier allerdings ein paar kleine Hütten, in denen man sich vor Regen schützen kann. Auch ein kleiner Angelplatz, wollte ich schon sagen. Ein kleiner Grillplatz ist vorhanden, den man nutzen kann. Ja, das ist schon da, aber die Kulisse an sich ist nicht besonders spektakulär. So, und somit sind wir für heute auch schon am Ende angelangt. Mehr gibt es nicht. Jetzt geht's ab nach Hause. Wir haben noch ein paar hundert Kilometer zu fahren. Und ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Tja, und wer Lust hat, schaut sich auch die nächste Dokumentation von mir wieder an. Vielen Dank, ich grüße meine Klasse und ich grüße alle Zuschauer. Bis zum nächsten Mal und tschüss.